Gut, guten Abend miteinander. Es macht mir Freude, dass ich euch von Peter Singer seine praktische Ethik vorstellen kann. Als ich das Buch gelesen habe, hat mich das angesprochen, ich bin begeistert. Und habe ich auch gesagt, ich mache den Vortrag. Und in dem vorbereitet habe, bin ich nicht mehr ganz sicher, ob ich mich an dem Thema nicht überrufe. Ihr werdet es am Schluss gehört haben. Peter Singer ist ein Jahrgang 46, ist ein Professor in Australien. Seine Eltern waren Wiener Juden gewesen, die sind nach dem Anschluss von Österreich als Deutsche Reich sind die auf Australien geflogen. Er hat an verschiedenen Orten hat er Professuren gehabt, unter anderem an der Princeton University für Bioethik. Ich stelle euch das Buch vor, oder einen Teil aus dem Buch vor, Praktische Ethik von dem Peter Singer. Das Buch ist im 79 rausgekommen und hat zu gewaltigen Kontroversen geführt, zu riesen Diskussionen geführt. Ich bringe die dritte Auflage, also ich beziehe mich auf die dritte Auflage, und die ist von 2013. Also das ist eine neue Version, die noch ergänzt hat mit neuen Erkenntnissen. Praktische Ethik umfasst ein ganz grosses Gebiet. In den meisten von unseren Entscheidungen finden wir, wenn wir genau hinschauen, ethische Entscheidungen. Die bedeutendsten ethischen Fragestellungen sind die, die uns täglich beschäftigen. Ist es richtig, unser Geld für unser Vergnügen auszugeben, wenn wir es dafür verwenden, armen Menschen zu helfen? Haben wir das Recht, Tiere lediglich als Maschine zu behandeln und Fleisch zu produzieren für uns zu messen? Sollen wir mit dem Auto fahren und so zum Ausstoß von Treibhausgas beitragen? Wenn wir stattdessen könnten zu Fuß gehen oder einen ÖV nehmen oder das Velo nehmen. Sind Abtreibungen, Euthanasie, ist das zulässig? Das sind Probleme von aktueller Bedeutung, über die jeder und jede von uns, die am gesellschaftlichen Entscheidungsprozess sich beteiligen, aktiv nachdenken muss. Das Ausmaß, in dem diese und viele weitere Fragestellungen diskutiert werden können, ist abhängig von der Art der Sache. Einige sind vor allem deshalb kontrovers, weil es Fakten gibt, die umstritten sind. Sollen wir anstelle von Kohlekraftwerken, wo die Hauptursache für die globale Erwärmung sind, sollen wir da Atomkraftwerke bauen? In anderen Fällen jedoch besteht Klarheit über die Fakten und sie werden von allen Seiten akzeptiert. Es sind aber widerstrittige ethische Ansichten, die zu Unstimmigkeiten führen. Es geht dabei nicht um Fakten, sondern um Ansichten. Beispiel Schwangerschaftsabbruch, Euthanasie, Umwelt, Flüchtlinge, Gleichsetzung von menschlicher Existenz mit anderen Lebewesen, mit ihren Lebensformen, Interessen und so weiter. Im Folgenden geht es vor allem um ethische und weniger um faktische Uneinigkeiten. Dass hinter dieser Diskussion über derartige Themen Sprengstoff besteht, hat der Verfasser von diesem Buch öfters hautnah müssen erleben. Abgesagt die Tage in Österreich, Deutschland, in der Schweiz, Demonstranten, die ihn auf der Bühne physisch angegriffen haben, Verbarrikadierung vom Zugang zum zentralen Verwaltungsgebäude an der Uni Princeton, Streichung von Spenden während dem Aufenthalt von Peter Singer als Professor dort, Morddrohungen an ihn und an Uni-Projekte. Es erwartet euch also keine nette Geschichte jetzt, und ich hoffe, dass wir den Raum in dem Zustand auch verlassen, wo wir ihn jetzt angetroffen haben. Ein paar Grundgedanken, alles natürlich aus dem Buch, über Ethik. Ethik und Moral werden da gleichgesetzt als Begriff, also er unterscheidet das nicht. Es geht dabei nicht vordergründig um Sex. Wir denken nicht mehr, Ethik und Moral sind ein System von Verbot,
die sich hauptsächlich auf den Sexualbereich beziehen. Ethik ist nur tauglich, wenn sie in der Praxis anwendbar ist. Ein ethisches Urteil, das für die Praxis nicht taugt, muss auch an einem theoretischen Defekt leiden, denn der ganze Zweck von moralischen Urteilen liegt darin, Praxis anzuleiten. Man denkt zuweilen, Ethik sei nicht anwendbar auf die wirkliche Welt, weil man glaubt, sie sei ein System von kurzen und einfachen Regeln wie Lüg nicht, still nicht, töt nicht. Es ist nicht überraschend, dass die Leute, wo ein solches Ethikmodell haben, auch glauben müssen, Ethik sei der Komplexität von unserem Leben nicht gewachsen und nicht angemessen. Ethik basiert nicht auf Religion, denn wenn die Aussage richtig ist, gut ist, was Gott billigt, dann hätten die Götter ja auch Folter können billigen und dann wäre gut, nicht das, was Gott billigt, sondern das, was Gott von Gott gebilligt überkommt. Also, die Quelle von der Ethik gründet in den Haltungen von Wohlwollen und Mitgefühl. Es genügt der Hinweis, dass die alltäglichen Beobachtungen unserer Mitmenschen klar zeigen, dass ethisches Verhalten nicht der Glaube an Himmel und Hölle verlangt und umgekehrt, dass der Glaube an Himmel und Hölle auch nicht immer zu ethischem Verhalten führt. Da unsere Moral nicht von einem göttlichen Schöpfer gegeben ist, woher kommt sie denn? Während dem langen Evolutionsprozess haben wir anscheinend eine Art moralische Fähigkeit entwickelt, aus der ein intuitives Gespür für das, was wichtig oder falsch ist, entstanden ist. Das haben wir teilweise mit unseren Verwandten und den Primaten unter den Primaten gemeinsam. Auch sie haben einen ausgeprägten Sinn für Gegenseitigkeit. Obwohl für verschiedene Kulturen die Moral jeweils eine andere Ausgestaltung hat, gibt es doch überraschend große Gemeinsamkeiten. Aber es ist entscheidend zu verstehen, dass die über einen langen Zeitraum entstandenen Intuitionen uns nicht notwendigerweise die richtige Antwort auf moralische Fragestellungen liefern. Viele teilen die Annahme, dass alles natürlich gut ist, und scheinen zu denken, dass wir unseren moralischen Intuitionen folgen sollten, wenn die nur natürlich sind. Das ist jedoch ein Fehlschluss. So ist der Eingriff vom Menschen in die Natur durch Behandlung von Krankheiten kein nicht Natürliches und moralisch natürlich positiv. Der Versuch, die Ursprünge der Moral zu verstehen, befreit uns daher von zwei vermeintlichen Lehrmeistern, nämlich von Gott und von der Natur. Wir haben den Bestand an moralischen Intuitionen, von denen unsere Vorfahren erwerbt. Jetzt müssen wir herausfinden, welche von denen akzeptiert und welche verändert werden müssen. Ethik ist nicht bedingt der Gesellschaft, in der wir leben. Ethik ist nicht relativ und auch nicht subjektiv. Handlungen können wegen ihrer guten Folgen in einer Situation richtig, in der anderen wegen ihrer schlechten Folgen falsch sein. Beispiel: Gelegenheitssex ist falsch, wenn es zu ungewünschten Kindern kommt, für die nicht angemessen gesorgt werden kann. Und ist nicht falsch, wenn er wegen Verfügbarkeit von wirksamen empfängnisverhütenden Mitteln zügig von Kindern ausschließt. Das ist aber nur oberflächliche Form von Relativismus, wo nahelegt, dass ein spezifisches Prinzip wie Gelegenheitssex ist falsch, auf Zeit und Raum bezogen ist. Und nicht ausschließt, dass ein solches Prinzip objektiv falsch sein kann, wenn es auf sämtliche Fälle von Gelegenheitssex angewendet wird. Ungeachtet von den jeweiligen Umständen. Überdies liefert uns die Form von dem Relativismus keinerlei Gründe dafür, die universelle Anwendbarkeit von einem allgemeinen Prinzip, wie zum Beispiel «Du hast Glück vermehrt und Leiden vermindert» abstreiten. Wer je richtige ethische Entscheidung durchdacht hat, weiß, dass mit der Kenntnis von dem, was unsere Gesellschaft von uns erwartet, die Entscheidung noch gerne getroffen ist. Wir müssen selbst die Entscheidung treffen. Die Überzeugungen und Gewohnheiten, mit denen wir aufwachsen, mögen uns stark beeinflussen,
Aber sobald wir über sie anfangen nachdenken können und müssen, müssen wir entscheiden, ob wir nach ihnen handeln wollen oder nicht. Die entgegengesetzte Ansicht, dass die Ethik immer auf eine besondere Gesellschaft bezogen sei, hat höchst unplausible Konsequenzen. Missbillig zum Beispiel unsere Gesellschaftssklaverei, während eine andere Sklaverei billigt, so haben wir mit dieser Art von Relativismus keine Grundlage, um zwischen diesen zwei widerstreitenden Meinungen zu wählen. Einer relativistischen Analyse gemäß besteht aber so überhaupt kein Konflikt. Höchstwahrscheinlich haben beide recht. Es ist also nicht eine Frage von der Gesellschaft oder von der Moral von dieser Gesellschaft, sondern das sind grundsätzliche Überlegungen, die für alle gelten müssten. Ethik ist nicht bloß eine subjektive Geschmacks- oder Meinungssache, auch nicht. Moralische Urteile als Beschreibung von der Haltungen, von dem was etwas sagt, darin, dass sie einen Bereich von moralischen Fakten bestreiten, der Teil von der Realität ist und ganz unabhängig von uns existiert, mögen sie recht haben, aber folgt daraus, dass moralische Urteile gegen Kritik immun sind, dass es für Vernunft und Argumentation in der Ethik keinen Platz gibt. Und jedes moralische Urteil vom Standpunkt von der Vernunft ebenso gut ist wie irgendein anderes. Nein, Vernunft und Argumentation spielen in der Diskussion über die Ethik eine ganz zentrale Rolle. Die Frage von der Vernunft in der Ethik ist das entscheidende Problem, das durch die Behauptung, Ethik sei subjektiv, aufgeworfen worden ist. Um die praktische Ethik auf eine tragfähige Grundlage zu stellen, muss man also zeigen, dass eine moralische Diskussion darüber möglich ist. Was ist denn jetzt Ethik? Wie wir gehört haben, gehört Vernunft, der Vernunft eine ganz wichtige Rolle in moralischen Entscheidungen. Was heisst das? Ein moralisches Urteil zu fällen, eine ethische Frage zu diskutieren oder nach moralischen Wertmaßstäben zu leben. Wie unterscheidet sich moralische Urteil von anderen praktischen Urteilen? Was ist der Unterschied zwischen einer Person, die nach moralischen Maßstäben lebt und einer Person, die das nicht tut? Alle diese Fragen sind mittlerweile miteinander verwandt. Für unser Thema praktische Ethik können wir eine davon auswählen. Da müssen wir dazu zuerst etwas über das Wissen von der Ethik hören. Angenommen, man hätte das Leben von einer Anzahl verschiedener Menschen studiert und wüsste eine Menge darüber, was sie tun, was sie glauben, was sie machen. Können wir unter dieser Voraussetzung entscheiden, welche von ihnen nach moralischen Maßstäben leben und welche nicht? Man könnte meinen, dass man da so vorgehen müsste, dass man feststellt, wer von ihnen es für falsch hält, zu lügen, zu betrügen und zu stellen und nichts dergleichen tut. Und wer solche Überzeugungen nicht hat und keinerlei derige Zurückhaltung bei seinen Handlungen zeigt, dann würde die erste Gruppe nach moralischen Maßstäben leben, die zweite nicht. Aber mit dem Vorgehen wären fälschlicherweise zwei Unterscheidungen angeglichen und die Unterscheidung zwischen dem Leben gemäß richtigen moralischen Maßstäben und Leben gemäß verfehlten moralischen Maßstäben. Die zweite ist die Unterscheidung zwischen dem Leben gemäß irgendwelchen moralischen Maßstäben und Leben ohne irgendwelche moralischen Maßstäben. Diejenigen, die lügen und betrügen, aber nicht glauben, dass sie das, was sie tun, falsch sei, können nach moralischen Maßstäben leben. Sie glauben vielleicht, dass es aus irgendeiner ganzen Anzahl von Gründen richtig ist zu lügen. Sie leben nicht nach konventionellen moralischen Maßstäben, aber vielleicht möglicherweise nach irgendwelchen anderen moralischen Maßstäben. Der Versuch, Ethisches von Nicht-Ethischem zu unterscheiden, ist verfehlt. Was können wir da weiter tun? Wir müssen zugeben, dass diejenigen, die unkonventionelle moralische Überzeugungen haben, immer noch nach moralischen Maßstäben leben, sofern sie aus irgendeinem Grund glauben, es sei richtig, so zu handeln. Wir können daraus schliessen, der Begriff das Leben nach moralischen Maßstäben ist mit dem Begriff vom Verteidigen von der eigenen Lebensweise
oder von der Argumentation für die eigene Lebensweise oder mit ihrer Rechtfertigung verknüpft. Darum können Menschen alles tun, was man als falsch betrachtet und doch noch moralische Maßstäbe leben, falls sie bereit sind, das, was sie tun, zu verteidigen und zu rechtfertigen. Wir mögen die Rechtfertigung unangemessen finden und die Handlung für falsch, aber der Rechtfertigungsversuch, ob angemessen oder nicht, genügt, um das Verhalten von dieser Person im Bereich vom Ethischen im Gegensatz zum Nicht-Ethischen zu versetzen. Sind wir bereit zu akzeptieren, dass eine Person nach moralischem Maßstab lebt, so muss die Rechtfertigung von einer ganz bestimmten Art sein. So wird zum Beispiel die Rechtfertigung ausschließlich im Begriff vom Eigeninteresse nicht hinreichen. Das lange nicht, Eigeninteresse. Von Handlungen aus Eigeninteresse muss sich zeigen lassen, dass sie mit Prinzipien verträglich sind, die auf einer breiten ethischen Basis beruhen. Wenn sie moralisch vertretbar sein sollen. Denn der Begriff von der Ethik beinhaltet die Vorstellung von etwas Größerem als das Individuum ist. Persönliche Vorteile reichen nicht, die müssen sich an ein größeres Publikum wenden. Wir kommen zu den bekannten Beispielen Moses, Levitikus, anderen zu tun, wie wir möchten, dass sie uns das tun oder kann. Imperativ, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Da zeigt uns, dass Ethik in irgendeinem Sinn universal ist. Ethik nimmt einen universalen Standpunkt ein und kann nicht in Bezug auf irgendeine parteiische oder partikuläre Gruppe gerechtfertigt werden. Das heisst, dass auch dort, wo wir moralische Urteile fällen, über unsere eigenen Neigungen und Abneigungen rausgehen müssen. Die Ethik verlangt also von uns, dass wir über sich und du ausgehen, hin zu einem universellen Gesetz, einem universalierbaren Urteil, einem Standpunkt von einem unparteiischen Betrachter oder idealen Beobachter. Der universale Aspekt von der Ethik liefert uns eine Basis dafür, mindestens anfänglich eine utilitaristische Position einzunehmen. Wenn wir später über die utilitaristische Position hinausgehen, brauchen wir gute Gründe. Begründung für die Behauptung ist, indem ich akzeptiere, dass moralische Urteile von einem universalen Standpunkt aus getroffen werden müssen, akzeptiere ich, dass meine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Interessen nicht einfach deshalb, weil sie meine Präferenzen sind, mehr zählen als die Interessen von irgendjemand anderem. Daher muss ich dann, wenn ich moralisch denke, mein ganz natürlich bestreben, dass für meine Bedürfnisse, Wünsche und Interessen gesorgt wird, ausdehnen auf die Präferenzen von anderen. Der Peter Singer hat darum aus dem hedonistischen Utilitarismus eine andere Art von Utilitarismus definiert, nämlich Präferenzutilitarismus. Der klassische Utilitarist betrachtet die Handlung als richtig, wenn sie ebenso viel oder mehr Zuwachs an Glück für alle Betroffenen produziert, als jede andere Handlung. Und als falsch, wenn sie das nicht tut. Zwei wesentliche Einschränkungen sind jedoch erforderlich. Zuwachs an Glück bezieht sich da auf das reine Glück, abzüglich jeglicher möglicherweise durch die betreffende Handlung ebenfalls ausgelöste Leiden oder Unglück. Und wenn zwei verschiedene Handlungen für sich beanspruchen, das größte Maß an Glück zu bewirken, so sind beide richtig. Die Konsequenzen von einer Handlung variieren je nach den Umständen, unter denen sie vollzogen wird. Darum kann ein Utilitarist eigentlich nie von einem Mangel an Realität sein oder an einer rigiden Befolgung von Idealen unter Missachtung praktischer Erfahrung bezichtigt werden. Ein Utilitarist wird Lügen unter gewissen Umständen als gut und unter anderen Umständen als schlecht beurteilen, je nach Folge.
Ein Singer seine Präferenz, Utilitarismus, ist nicht die klassische vom hedonistischen Utilitarismus. Hedonistisch leitet sich vom griechischen Wort Lust ab, da wissen wir. Im Gegensatz dazu ist die erwähnte Auffassung unter dem Namen Präferenzutilitarismus bekannt, weil sie behauptet, dass man das tun sollte, was versal durch Präferenzen von den Betroffenen, vor allem den Betroffenen, befördert. Ich möchte jetzt auf ein Beispiel kommen, also der Tiefe, nachzuweisen, wie ein konsequenter Präferenzutilitarist mit einer Reihe von strittigen Problemen umgeht. In dem Buch sind jetzt noch ganz viele Themen, die er anspricht, die ich jetzt nicht darauf eingehe, also Schwangerschaftsabbruch, Tötung von Neugeborenen, Sterbehilfe, weltweite Armut, Asylproblematik und Themen von der ökologischen Ethik. Ich würde das Thema herausgreifen jetzt als praktisches Beispiel von Gleichheit. Im letzten Jahrhundert, insbesondere in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich ein dramatischer Wandel von moralischen Grundhaltungen in Bezug auf Themen wie Abtreibung, außerehelicher Geschlechtsverkehr, gleichgeschlechtliche Beziehungen, Pornografie, Euthanasie und Freitod vollzogen. Die Veränderungen sind so tiefgreifend gewesen, dass noch immer kein neuer Konsens besteht. Fragen bleiben umstritten und die traditionellen Auffassungen finden immer noch angesehene Vertreter. Das lesen wir in der Zeitung. Mit der Gleichheit scheint es sich anders zu verhalten. Der Wandel zur Einstellung gegenüber Ungleichheit, insbesondere ethnischer Ungleichheit, hat sich nicht weniger plötzlich und dramatisch, wohl aber vollständiger vollzogen als die sexuelle Revolution. Rassistische Vorurteile, wie sie die meisten Europäer am Anfang der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verteilt haben, sind heute zumindest im öffentlichen Raum vollkommen unannehmbar. Das bedeutet nicht, dass es keine Rassisten mehr gibt, sondern nur, dass sie ihren Rassismus bemänteln müssen, wenn sie ihre Ansicht und ihre politische Linie Aussicht auf allgemeine Zustimmung haben. Das Prinzip von der Gleichheit vor allen Menschen ist heute Bestandteil von der herrschenden politischen und moralischen Orthodoxie. Was aber bedeutet es, wenn man behauptet, alle Menschen sind gleich ohne Rücksicht auf Rassen oder Geschlecht? Rassisten, Sexisten und andere Gegner von der Gleichheit haben oft darauf aufmerksam gemacht, dass es einfach nicht wahr ist, dass alle Menschen gleich sind. Weil das Testverfahren wir auch immer wählen. Einige sind gross, andere sind kleiner. Einige können ein bisschen besser Mathe, andere ein bisschen weniger. Einige würden absichtlich nie ein anderes Wissen verletzen. Andere würden für 100 Franken einen anderen Mensch töten, wenn sie ohne Strafe davonkommen würden. Einige haben das Gefühlsleben, dass sie höher in Ekstase und in tiefer Verzweiflung reicht, während andere ein ausgleichendes Leben führen. Es ist einfach eine Tatsache, dass Menschen verschieden sind und die Verschiedenheiten betreffen so viele Merkmale, dass die Suche nach einer faktischen Grundlage, auf der sich das Gleichheitsprinzip errichten lässt, hoffnungslos erscheint. Gleichheit ist ein grundlegendes moralisches Prinzip und nicht eine Tatsachenbehauptung. Wenn der Anspruch auf Gleichheit also nicht auf den Besitz von Intelligenz, moralischer Persönlichkeit, Rationalität, Wissen, Geschlecht und ähnlichen Tatsachen beruht, was könnte das Kriterium sein für Gleichheit? Wir haben in der Einleitung gehört, dass man, wenn man ein moralisches Urteil fällt, über einen persönlichen und partikularistischen Standpunkt rausgehen müssen und die Interessen von allen Betroffenen berücksichtigen müssen, wenn man nicht über triftige moralische Gründe verfügt, uns anders zu verhalten. Das bedeutet, dass man Interesse einfach als Interesse abwägen muss, nicht aber als meine Interesse oder deine Interesse oder das Interesse von Menschen von europäischer Abstammung oder von Menschen mit einem IQ höher als 100 zum Beispiel. Das verschafft uns jetzt das grundlegende Prinzip von der Gleichheit, nämlich das
Prinzip von der gleichen Interessenabwägung. Jetzt muss ich hier geschwind zwei Erklärungen einführen, die mir richtig scheinen, wo der Peter Singer auch kennt natürlich. Das eine ist, also wenn jemand, wenn wir Interesse abwägen, dann muss ja ein Interesse da sein. Dann muss jemand da sein, der sein Interesse, das Interesse kann formulieren oder wir für den das können formulieren. Der Peter Singer sagt jetzt, Menschlichkeit hat zwei Aspekte. Das eine ist der Aspekt, er ist Mitglied des Homo sapiens. Der gilt für alle. Der zweite Aspekt ist, er ist eine Person. Und eine Person ist auch früher schon so definiert worden, dass das ein selbstbewusstes oder rationales Wesen ist. Ein denkendes Intelligenzwesen, das Vernunft und Reflexion besitzt und sich als sich selber kann denken. Als das denkt etwas in verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten, also Vergangenheit und Zukunft. Und jetzt stellen sich natürlich ein paar schwierige Fragen nach dieser Definition. Nämlich, ist denn jetzt ein Fötus oder ein befruchtetes Ei eine Person? Oder ist es ein Menschenaffe keine Person? Es ist ganz klar, es gibt Tiere, die man nach dieser Definition als Person müsste definieren. Und es gibt Menschen, die man nach dieser Definition nicht als Person definieren kann. Da stellt sich jetzt noch ein nächstes Problem, nämlich hat das Potenzial vom Wesen, hat das einen Wert? Oder muss man auch nicht berücksichtigen? Also ein Fötus hat das Potenzial. Als Fötus hat er die Definition, die er gesagt hat, hat keine Vorstellung, Vergangenheit, Zukunft, schafft kein Intelligenzwesen, aber er hat das Potenzial, das zu werden. Ja. Da wollte ich noch zwischendrin einflechten, weil das wird jetzt noch relevant für den, was er sagt. Das heisst natürlich auch, dass man jetzt über Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung unter Umständen zu verschiedenen Ansichten kommt. Darf ich schnell vorstellen, eine Verständnisfrage? Du hast da einen Satz gesagt, und es gibt Menschen, die keine Person sind. Ja. Soll ich das verstehen? Wenn ich Person definiere als ein Wesen, das Interesse hat. Ja. Als Wesen, das okay. Sinn hat für die Zukunft und Sinn hat für die Vergangenheit. Okay. Also, und Fähigkeit hat, Beziehungen zu knüpfen. Sich Kommunikation, Neugier, so. Dann ist ein schwerst geistig Behinderter. Von wem kommt denn diese Definition? Die kommt vom Singer und vorher noch von Josef Fletcher. Das ist ein Bioethiker. Du kannst sich auch irren. Ja, nein, können Sie sich nicht. Die Definition kann man annehmen oder nicht annehmen. Aber es ist nicht ein Irrtum oder ein Irrtum oder eine Tatsache. Ja. Er geht einfach darauf, dass man, er sagt, jetzt müssen wir unsere Spezies fixieren. Müssen wir aufgeben, wenn wir über Moral reden. Weil es kann sein, dass Tiere oder andere Lebewesen mehr von einer Person haben als Menschen. Gut. Ich mache weiter bei der Gleichheit. Das Wesentliche am Prinzip der gleichen Interessenabwägung besteht darin, dass wir in unseren moralischen Überlegungen den ähnlichen Interessen von allen denen, die von unserer Handlung betroffen sind, gleiches Gewicht geben müssen. Interesse ist Interesse, und wenn sie das Interesse, es auch sein mag.
Prinzip von der gleichen Interessenabwägung funktioniert wie eine Waagschale. Interessen werden unparteiisch abgewogen. Echte Wagen begünstigen Zeiten, wo auf der einen Seite ein stärkeres Interesse stärker ist oder verschiedene Interessen zu sich im Übergewicht bringen, über kleinere Anzahl ähnlicher Interessen verbinden. Aber sie nehmen keine Rücksicht darauf, wem sie das Interesse das ist. Von dem Standpunkt aus ist die Rasse oder die Ethnie unerheblich für die Interessenabwägung. Das ist das Einzige, was zählt, sind die Interessen selber. Das grundlegende Element von der Berücksichtigung der Interessen von Personen, welcher Art sie auch immer sein mögen und welche Interessen auch sie mögen haben, muss auf jeden Mensch, auf jede Person angewendet werden, und zwar ungeachtet vom Geschlecht oder von irgendeinem Wert von einer Intelligenz. Mit dem sagt er noch, Zugehörigkeit zu einer Spezies, zum Beispiel zur Spezies Homo sapiens, ist kein moralisches Kriterium. Es ist nicht. Das moralische Kriterium ist Interessenabwägung, und das basiert auf die Fähigkeit, Person zu sein oder nicht. Also er gestaltet schon eine Gruppe, zu der man dazugehören muss oder nicht? Muss nicht. Er sagt aber, moralisch gibt es zwei Sachen. Erstens, Leiden verhindern, klar. Und zweitens, Interessenabwägung. Er würde nie sagen, ein Behinderten muss man töten, weil er keine Person ist, sondern dem muss man das Leiden vermindern oder verhindern. Man schaut, dass er nicht leidet. Auch wenn er keine Vorstellung hat von Zukunft, Vergangenheit oder wenn er geistig gerne in der Lage ist, vernünftige Gedanken zu machen. Das stimmt natürlich auch unter Umständen, da kann man jetzt diskutieren, für eine befruchtete Zeit oder für einen Föten. Und wenn jetzt das Interesse von dem behinderten Mensch gegenüber einem Gorilla, der irgendein Interesse hat, das er tangieren will, wie ist dann die Interessenabwägung? Ganz einfach. Dann schauen, welches Interesse ist wichtiger und nicht auf die Spezies. Wenn der versterben, wenn der Gorilla nicht essen kann, in einer Extremsituation. Das ist jetzt keine Situation, aber also ja, dann müsste man den Gorilla überleben lassen. Ja, nach dieser Haltung. Weil wenn es ein Gorilla und ein Hund wäre, dann würden wir wahrscheinlich den Hund sterben lassen, den Gorilla retten. Und wenn wir sagen, die Spezies hat, also das ist ganz brutal, wenn ich das sage. Entschuldigung. Wenn wir sagen, die Spezies ist nicht ein moralisches Kriterium. Nein. Ja. Und wenn es ein Hund und ein schwerstbehinderter Mensch ist, wird es schon schwieriger. Ja, das ist eine Interessenabwägung. Eben, darum. Ja. Aber wir würden jetzt nie einen behinderten Mensch töten, weil er behindert ist. Nein. Gell? Das ist überhaupt keine Diskussion. Also. Leiden verhindern. Ich meine, das sind abstruse Beispiele, dass entweder der Mensch überlebt oder der Gorilla oder der Hund. Aber es hat natürlich weitergehend schon Auswirkungen, oder? Die Veganer, die wollen sich ja fest aufteilen. Ist das wichtig? Ja. Also weißt du, erstens musst du immer im Hinterkopf behalten, es könnte auch falsch sein. Oder man könnte auch eine andere Ansicht haben. Ja, aber jetzt müssen wir ja. Genau. Ja, also ich vertrete jetzt. Genau. Und ich will nochmal wiederholen, was ich gesagt habe. Irgendein Kriterium müssen wir ja haben, zum Moral und Ethik definieren. Und jetzt geht es noch ein besseres. Wenn wir so kritisieren, ist ja gut, alles gut. Wir machen ein besseres. Das Prinzip von der gleichen Interessenabwägung schließt, wie wir gesehen haben, ein, dass unsere Rücksicht auf andere nicht davon abhängig sein darf, was sie für Fähigkeiten haben oder wenig. Die Tatsache, dass manche Menschen nicht unserer Rasse oder Ethnie angehören, berechtigt uns nicht, uns nicht dazu, sie auszubieten. Und die Tatsache, dass manche Menschen weniger intelligent sind als andere,
bedeutet nicht, dass ihre Interessen ignoriert oder missachtet dürfen werden. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber das Prinzip impliziert eben auch Tatsache, dass bestimmte Wesen nicht zu unserer Gattung gehören, berechtigt uns nicht, sie auszunutzen. Und ebenso bedeutet die Tatsache, dass andere Lebewesen weniger intelligent sind als wir, nicht, dass ihre Interessen ignoriert oder missachtet werden dürfen. Es gibt einen ganz spannenden Philosophen und Ethiker, der Jeremy Bentham. Der ist im 18. und 19. Jahrhundert, hat er gelebt als der Vater des modernen Utilitarismus. Und der hat zu seiner Zeit, wo schwarze Sklaven unter britischer Herkunft immer noch weitgehend so behandelt worden sind, als wäre es Sachen, also nicht menschliche, nicht empfindungsfähige Lebewesen, hat er damals schon geschrieben, anfangs vom 19. Jahrhundert. Der Tag mag kommen, an dem die übrigen Geschöpfe jene Rechte erlangen werden, die man ihnen nur mit tyrannischer Hand vorenthalten konnte. Die Franzosen haben bereits entdeckt, dass die Schwärze der Haut kein Grund dafür ist, jemanden nur schutzlos der Laune eines Peinigers auszuliefern. Es mag der Tag kommen, da man erkennt, dass die Zahl der Beine, der Haarwuchs oder das Ende des Ossacrum, das ist der Wüste Schwarzen, gleichermaßen unzureichende Gründe sind, ein fühlendes Wesen demselben Schicksal zu überlassen. Was sonst ist es, was hier die unüberwindbare Trennlinie ziehen soll? Ist es die Fähigkeit zu denken oder vielleicht die Fähigkeit zu sprechen? Aber ein ausgewachsenes Pferd oder ein Hund sind unvergleichlich vernünftigere und mitteilsamere Lebewesen als ein Kind, das erst einen Tag, eine Woche oder selbst einen Monat alt ist. Das selbst vorausgesetzt, sie wären anders. Das würde es ausmachen. Die Frage ist nicht, können sie denken oder können sie sprechen, sondern die Frage ist, können sie leiden? Fähigkeit zu leiden oder sich zu freuen ist vielmehr eine Grundvoraussetzung dafür, überhaupt Interesse haben zu können. Eine Bedingung, die erfüllt sein muss, bevor man überhaupt sinnvoll von Interesse reden können. Es wäre natürlich Unsinn zu sagen, es sei nicht im Interesse von einem Stein, dass das Kind ihm auf der Straße tritt. Ein Stein hat kein Interesse haben, weil er nicht leiden kann. Nichts, was man ihm zufügen können würde, in irgendeiner Weise auf sein Wohlergehen Einfluss haben. Eine Maus dagegen hat das Interesse daran, nicht gequält zu werden, weil sie dabei leidet. Leidet ein Wesen so, so kann es keine moralische Rechtfertigung dazu geben, sich zu weigern, das Leiden nicht zu berücksichtigen. Es kommt nicht auf die Natur vom Wesen an. Das Gleichheitsprinzip verlangt, dass sein Leiden ebenso zählt, wie das gleiche Leiden von anderen. So wird sich ein ungefährer Vergleich überhaupt suchen lassen. Irgendein anderes Wesen, zu irgendeinem anderen Wesen, ist ein Wesen nicht leidensfähig oder nicht fähig, Freude oder Glück zu erfahren, dann gibt es auch nichts zu berücksichtigen. Wir reden da von Empfindungsfähigkeit. Rassisten verletzen das Prinzip von der Gleichheit, indem sie bei einer Kollision von ihren eigenen Interessen mit denen von einer anderen Rasse die Interessen von Mitgliedern ihrer eigenen Rasse größeres Gewicht geben. Die weißen Rassisten, die die Sklaverei befürwortet haben, haben das Leid der Afrikaner für weniger wichtig als das für als den Wert der Europäer gehalten. In gleicher Weise messen die Speziesisten da, und unser Speziesist versteht eben, das sind die, die sich zahleroberst zählt, einmal sagen, unsere Spezies Homo sapiens geht über alles. Alles andere ist, wir sind die Krönung der Schöpfung. Alles andere ist, wird moralisch auch als nicht gleichwertig beurteilt. Also, in gleicher Weise messen die Speziesisten ab da, wo es zu einer Kollision von ihren Interessen mit denen von Angehörigen von anderen Spezies kommt, die Interessen der eigenen Spezies größeres Gewicht zu haben. Menschliche Speziesisten erkennen nicht an, dass ein Schmerz, den ein Schwein zum Beispiel oder eine Maus verspürt, ebenso schlimm ist wie der von Menschen. Selbstverständlich ist die Intensität
hat erhebliche Unterschiede. Und selbstverständlich lernt sich Leidensvergleich zwischen den Angehörigen von verschiedenen Gattungen und Spezies nicht exakt dafür. Auch Schmerzvergleich zwischen verschiedenen Menschen können nicht genau sein. Darauf kommt es aber auch nicht an. Selbst wenn wir Tierquälerei nur dem verhindern müssten, wenn die menschlichen Interessen nicht in dem Maß betroffen sind, wie die von den Tieren, wären wir zu radikalen Änderungen bei unserer Behandlung von Tieren heute gezwungen. Was unsere Ernährung betrifft, was die Methoden von der Tierhaltung betrifft, was Experimente in vielen Bereichen der Wissenschaft betrifft, unsere Auffassung von Wild und Jagd, von Fallenstellenträgern, von Pelz und so weiter. Von Zirkus, Rodeo, zoologischen Gärten, die unserer Unterhaltung dienen, ganz zu schweigen. Als Folge davon würde die Gesamtmenge von den von uns verursachten Leiden bei den Tieren sich massiv verringern. Ich würde noch ganz kurz nochmal geschwind zusammenfassen, was ich jetzt hier gesagt habe. Ethik ist nicht relativ oder subjektiv. Die Basis von Ethik kann nicht Religion und kann auch nicht Natur sein. Ethik ist nicht bedingt durch Gesellschaft oder Kultur. Die Quellen von der Ethik sind Wohlwollen und Mitgefühl. Ethik fordert nicht von uns persönliche und parteiische Gefühle auszuschalten. Was sie aber fordert, ist, dass wir in unserem Handeln die moralischen Ansprüche von denen, die von unserer Handlung betroffen sind, zu einem gewissen Grad unabhängig von unseren Gefühlen denen gegenüber abschätzen. Vernunft ist da gefordert. Referenz und Utilitarismus ist das, was per saldo Präferenzen fördert, per saldo unter Berücksichtigung von sämtlichen Betroffenen. Das Prinzip von der gleichen Interessenabwägung. Nicht gleiche Behandlung, sondern gleiche Berücksichtigung von den Interessen. Gleichheit kennt keinen Unterschied zwischen Ethnie, Religion, Parteizugehörigkeit und vor allem auch Gattung. Die gehören im Betrachtungshorizont. Zugehörigkeit zur menschlichen Spezies hat keine moralische Relevanz. Jedoch Person hat moralische Relevanz. Das heisst, die Differenzierung zwischen bloß schmerzempfindlichen Wesen und solchen, die über ein Selbstbewusstsein und einen Sinn für die Zukunft verfügen. Der Peter Singer hat fordert aus dem heraus, aus seiner Überlegung heraus, die Ablehnung von industrieller Nutztierhaltung. Und wie ihr wisst, ist er einer der Initianten von dem Great Ape Project, das die fordert fundamentale Rechte für Menschen auf. Ich bin fertig. Danke fürs Zuhören. Aussage, muss ich sagen, habe ich einfach noch nicht ganz verstanden, wie seine Haltung ist, also von Peter Singer. Und zwar eben im 18. Jahrhundert zum Beispiel, wo die Gesellschaft grundsätzlich Sklaven gehalten hat. Also in gewissen Staaten, also die Gesellschaft hat die Interessen der Sklaven weniger gewichtet. Wie steht er dazu? Ist das in Ordnung gewesen damals? Oder nicht in Ordnung? Nein, das ist natürlich nicht in Ordnung. Aber was er im Grunde genommen sagt, das ist jetzt meine Interpretation, ist, dass wir zwar Werte haben, die ständig im Wandel sind, aber dass es grundsätzliche ethische Prinzipien und Überlegungen gibt, die unabhängig sind von Zeit und unabhängig von der Kultur und unabhängig von der Gesellschaft, die Gültigkeit haben, eben ich sage jetzt mal grundsätzlich Gültigkeit hat. Ich denke, im Grundsatz hat er vielen recht, aber er macht ein paar ganz wesentliche Fehler. Und der eine Fehler, und das beobachte ich auch bei den ganzen Veganern, ist das Gleichsetzen
vom Leiden von jeder Art. Weil es gibt körperliches Leiden, es tut einem etwas weh. Und das ist das, was bei dir zweifellos da ist. Und dann gibt es ein seelisches Leiden. Und das ist beim Menschen nicht vergleichbar mit irgendeinem Leiden von irgendeiner anderen Spezies auf dem Planeten. Und das ist für mich das, was auch Persönlichkeit ausmacht. Ja. Und seine Persönlichkeitsdefinition ist mein zweiter Kritikpunkt. Ich sehe, ich denke auch, man muss es an Persönlichkeit grundsätzlich, man muss das mit berücksichtigen. Das hilft uns dann vielleicht einmal an eine außerirdische Stossen. Also, jetzt angenommen, wir reisen irgendwann mal in der Welt rum, kommen auf den Planet und sehen da Lebewesen drauf. Sind es die Lebewesen, oder was machen wir denn Lebewesen? Gleichberechtigen die Handelsbeziehungen oder ausnutzen zur Ernährung, zum Beispiel, oder so Fragen. Und da denke ich, kommt immer genau der Aspekt von der Persönlichkeit zum Beispiel drin. Aber ein Affe hat für mich absolut keine Persönlichkeit. Also, wenn man einen Affe als Person definiert, ist es falsch. Ja, die Frage ist, Er redet nicht von Persönlichkeit, er redet von Personen. Entschuldigung, ja, das ist das. Und das zweite, was zu deiner ersten Kritik, die ihr vertreten jetzt da, macht man das? Ist, ich bin nicht so detailliert jetzt auf diese sonnige Fragen eingegangen. Ja. Da hat er natürlich darin beschrieben und ist ganz klar, dass ein Mensch, der Zukunft sieht und in Zukunft leiden sieht und wo physisch und psychisch leiden kann, dass der andere Interesse hat und dass man die Interessen anders muss beurteilen muss, wie die Interessen von einem Hund, der Hunger hat. Das ist völlig klar, das ist überhaupt keine Frage. Ich bin einfach nicht so, nicht so detailliert, wenn ich auf die Fragen eingehe, sonst wäre ich mit der Zeit schon gar nicht mehr schlagen. Aber lies es. Das also ist völlig klar, völlig klar. Für mich wäre eine Frage, ob ein Lebewesen als Person durchgeht oder nicht. Person mit der entsprechenden Schutzwürdigkeit. Ja. Die kann ich mit der Person an einem Tisch sitzen, vorausgesetzt, wir haben die gleiche Sprachlehre natürlich, und mit dir über völlig abstrakte Sachen diskutieren, zum Beispiel Mathematik. Das ist die typische Haltung von einer Spezies. Das ist die typische Haltung von einer unserer Spezies, die überhaupt kein Verständnis hat für andere Gattungen. Nein. Du weißt ja gar nicht, ob andere, wie andere Gattungen, wenn die ihre Interessen köpfen, dann weiss ich heute, dass man mit Schimpansen Dingssprache lernen kann. Taubstummensprache lernen, dass sie Taubstummensprache lernen. Und man muss davon ausgehen, dass es vielleicht irgendwo im Weltall noch wesentlich intelligentere Leute gibt als uns. Mhm. Dann sind wir deren Tiere. Das möchte ich auch nicht. Also das ist auch eine Theorie. Aber es geht um die Verhältnisse. Dann werden wir es einfordern, dass wir verschont werden. Genau. Aber wir würden keine Verschonung. Aber das ist genau ein von den wesentlichen Punkten. Also, ich denke, erstens mal, das mit der Spezies macht durchaus Sinn. Weil wir haben gesehen, im Zweiten Weltkrieg, was passiert, wenn man sagt, du musst die Person beweisen, dass du das Recht auf Leben hast. Und wenn du die Person nicht kannst beweisen, machen wir Leute noch Sinn. Also das heisst, das kann ja nicht sein. Genau, das kann es nicht sein. Das heisst, aus rein utilitaristischen Gründen, weil es anders nicht funktioniert, würde ich sagen, dass ein Mensch, egal ob eine Person im Moment darstellt oder nicht, grundsätzlich wie eine Person behandelt wird, weil die Spezies Mensch Personen produziert. Und die Spezies, irgendeine Spezies, ein Tierreich produziert. Weil jetzt irgendeine Spezies aus dem Tierreich auch eine Person produziert. Macht sie? Macht sie nicht, aber da sind wir uns uneinig. Dann würde ich sagen, dann hat die Spezies und die ganze Spezies, nicht nur die einzelnen Individuen, die Person ausbildet, hat nachher auch entsprechende Rechte. So, und jetzt, das was du gesagt hast, ist genau das Wesentliche. Also, wenn man dann irgendwie drauf geht und sagt, ja, dir und ihre Interessen berücksichtigen. Wieso haben dann Frauen ihre Rechte bekommen? Wieso haben Sklaven ihre Rechte bekommen? Der wesentliche Punkt ist, sie haben sie eingefordert. Also, siehst du irgendeine Tierart, die fähig wäre, anzustehen und sagen, wir fordern jetzt Recht für uns? Das ist das, was wir dann eigentlich immer so machen. 100%ige Vertreter von Spezies. Das ist aber heftig. Also dann frage ich mich zum Beispiel, dann könnte ich im Grunde dein Neugeborenes umbringen und du reagierst nicht. Jetzt, das kommt immer wieder der Blödsinn, das hat gerade vorne gesagt,
dass man die Spezies als Ganzes muss schützen muss. Wenn einzelne Individuen aus der Spezies können Persönlichkeit entwickeln. Eine Person entwickeln. Also Tiere schließt du grundsätzlich alles dann, aus diesem System? Ich schließe sie nicht grundsätzlich aus, aber ich sage, das sind Voraussetzungen. Und ich glaube, ja, bei dir auch das nicht. Das ist ja, weil es tierische Interessen in unserer Sprache manifestiert. Nein, 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 egal in welcher Sprache. So, dass wir es verstehen, sage ich halt. Weil es nicht kann, so wie wir es lernen verstehen, das ist ja etwas anderes. Aber ich komme auf der Leine zum Beispiel, wo in Hungerstreik tritt, weil sie sagt, ich will nicht da sein, für viel Kasse. Sie kann es nicht, weil sie es nicht geben. Das ist eine Machtfrau. Ich habe auch gefragt, dass eine Kuh, die sie gelockt nicht bekommen hat, die ihr gehört hat bis jetzt, nicht gegessen hat, nicht fortgegangen ist, und zwar über Tage, bis man die Glocke wieder angelegt hat. Also auf ihre Art können auch die zeigen, was es wäre. Ja, die Frage ist ja auch, es geht ja um ein Mitgefühl. Wir sind jetzt also beim Rationellen. Das ist mal der Teil, dazugehörig oder nicht. Jetzt ist ja das Mitgefühl auch noch ein Punkt. Wenn man das schon machen, Kant hat beschrieben, dass aus reinem Vernunftakt, Denken im Kopf sowas wie Mitgefühl oder Mitleid entsteht. Aber das funktioniert ja nicht. Das heißt, ein Wesen, sei es auch ein Tier, was sich nicht verteidigen kann, was nicht einen Entschluss für eine Revolution entscheiden kann, ist also angewiesen, hat nur dann Glück, wenn ich als Mensch, als mächtigeres Wesen ein Mitgefühl entwickle und es am Leben lasse. Und die Grundvoraussetzung, die Singer ja beschreibt, ist Mitgefühl. Nur das Mitgefühl ist etwas, das nicht alle Menschen gleich haben. Der eine hat ein Mitgefühl gegenüber einem leidenden Wesen und du hast das anscheinend nicht. Das ist auch falsch. Und wie weiter? Das verstehe ich nicht. Das ist auch falsch. Also, es heisst ja nicht, dass man wegen dem irgendwie so ein Tier quälen. Nein, nein, aber du nimmst den Tod ja in Kauf, damit das Tier dir dient. Also dein Mitgefühl geht so weit, dass du es nicht quälst, aber dass du es nutzt schon. Also die Varianten sind diese. Die dass du ihn selber quälst. Genau. Die Varianten sind groß. Das ist zum Beispiel die Frage mit Mitgefühl, das kannst du ja nicht verordnen. Das heißt, letzten Endes, der Schmerz, der im Tier ist, der muss bei mir einen Schmerz auslösen und dann bekomme ich ein Mitgefühl. Das heißt, ich erkenne mich in dem Wesen von dem Tier, dann ist das Hirn, die Intelligenz ist kein Unterschied, ist keine Kategorie mehr, sondern es geht nur um das Leid. Und das ist der Punkt, wenn mich das Leid, was das Tier anscheinend erlebt, wenn mich das auch ergreift, dann werde ich eine schonende Haltung machen. Aber wir sind dann abhängig von mitfühlenden Fähigkeiten. Ne? Ja, aber das ist ja das Thema nicht. Es ist ja nicht das Thema, dass ein einzelner Mensch Mitgefühl hat oder nicht. Wir reden ja über grundsätzlich über Ethik. Und Ethik heisst, Mitgefühl ist ein Thema. Und du jetzt das hast oder nicht? Ja genau, aber eben, das ist aber das Problem. Wir haben, Peter Singer beschreibt ja, die Basis dafür ist das Mitgefühl. Ne? Aber das ist eben unterschiedlich ausgeprägt. Warum eben jemand macht das lange Jahre auch mit und auf einmal bekommt er ein Gefühl, dass er das den Wesen nicht mehr antun kann. Also dass die Kuh im Grunde das Gleiche ist wie ich, so vom Wesen. Das wäre völlig falsch. Denn der Kuh ist ja bei weitem nicht das Gleiche wie du. Ja, und das ist dann das, was ich als menschlich und mir bezeichne. Also stell dir mal vor, du sitzt zum Beispiel auf einer Weide und guckst einem kleinen Kalb mal ins Gesicht, nimm mal Kontakt auf. Es geht also um Beziehung. Das heißt, wenn ich eine Beziehung zu dem Tier entwickle, erst dann wird das Mitgefühl da sein. Wenn ich diese Beziehung nicht habe, dann werde ich das als Gebrauchsgegenstand nutzen. Aus dem Grund ist für den Ego, tust du ja nicht. Genau. Das heißt, genau, den gönnen wir dann ein bisschen. Aber das ist ja die Kasse ist süß. Ne? Ja, aber das ist ja etwas, weil ich rein von dir kommt und wo nicht vom Tier ausgeht. Das heißt, du projizierst etwas ins Tier, wo da eigentlich gar nicht vorhanden ist. Ich projiziere nicht. Ich stelle eine Beziehung her. Ja, von mir aus. Projektion. Aber das ist ein Unterschied zwischen Beziehung und Projektion. Das ist psychologisch ein ganz großer Unterschied. Das ist keine Projektion. Das ist Beziehung. Es gibt in Beziehung und Projektionen, aber ich kann auch auf dich viel projizieren. Das ist nicht das Gleiche. Sondern das Mitgefühl ist nicht das Ergebnis von einer Projektion, sondern von Beziehung. Das ist ein ganz großer Unterschied. Weil Projektion ist ein Fehlschluss oder ein Fehlgefühl. Und Beziehung ist eigentlich was anderes. Da müssen wir uns darüber unterhalten. Aber das Interesse hat es dir auch, wenn ich keine Beziehung zu einem habe. Genau. Wenn es zum Beispiel kommt
und projizierst, dass die Kuh ein Interesse hat, nicht gegessen zu werden, dann ist es ein Fehlschluss. Ja. Wieso? Ja. Aber die Kuh hat kein Interesse, getötet zu werden. Die Kuh hat keinen Plan, das ist der Punkt. Sie kann sich dagegen wehren. Ihr Interesse ist ihr Leben. Ja. Das ist klar, sie würde es nicht können formulieren. Hast du schon mal versucht, eine Kuh zu töten? Dann wirst du erleben, dass sie sich dagegen wehren. Natürlich. Genau. Natürlich. Also kannst aber du sie wird ja in der Natur von irgendeinem Raute dann unter Umständen weggefressen. Ja, aber also wird sie trotzdem. Natürlich. Aber es ist ein natürlicher Instinkt. Ja, das hast du mit ihr gemeinsam. Wenn Löwe dich anfällt, wirst du ein Ende unternehmen, dass du lebst. Das hast du mit der Kuh gemeinsam. Du bist eigentlich einfach ein Kuh. Nur die Kuh kriegst dich daran. Also, Hauptsache ist, Kühe reden miteinander vorbei. Ich kann ein anderes Beispiel bringen. Wenn jetzt da eine reinkommt und jemand von uns will verschiessen, dann wären wir alle anderen schon völlig schockiert. Ja. Wenn du auf den Weid gehst und eine Kuh verschiessest, dann ist es ein anderer Kuh völlig gleich. Das macht man heutzutage. Es gibt ja schon Experimente von Bauern, die sagen, das Heimkönig ist ein Schlachthof bringen, der Transport. Und sie bringen ja die Kühe dumm auf der Weide um. Und ich habe das gesehen im Fernsehen, die anderen Kühe sind völlig teilnahmslos. Ich habe sie nicht gesehen, wo Damhirsch hat, oder? Ich hätte zu der Kuh erlebt. Ja, aber ich weiß nicht, wie es bei den Kühen, dass die jetzt auf den Weide schiessen. Aber bei Damhirsch ist das natürlich der andere. Du hast ja nicht, dass die es nicht trinken, oder? Und insofern muss ich ihm schon recht geben. Also, quälisch. Ich habe drei Wochen lang Unmut und reklamiert, weil man das Kalb hat. Also, da kann man doch nicht sagen, dass die keine Empfindung haben. Also, das Problem ist einfach, was ist Instinkt? Ich habe nicht gesagt, kein Empfinden. Ich habe gesagt, das Beispiel gehabt, wo sich der Mensch und der Kuh unterschiedlich verhalten. Weil Kuh in dem Sinne nicht einen Lebensplan hat, es hat nicht eine Zukunft, es überlegt sich nicht, was mache ich morgen oder so, sondern es hat den biologischen Überlebenstrieb, den jeder hat. Genau. Da musst du nicht über das Hirn mehr oder weniger dazu, oder nur ein sehr einfaches Hirn dazu, aber das ist biologisch bedingt. Es ist auch bedingt, dass du deine eigene, biologisch bedingt ist aber beispielsweise, dass du deine eigene Gattung wirtschaftest. Es gibt ja die, die das Erstgeborene auffressen, wenn sie sicher sind, also wenn ein sicheres Ding ist. Das haben früher die Menschen auch gemacht, oder? Ja. Also von dort her haben unsere Löwen dann mal entschieden, von anderen. Also der biologische Urinstinkt, den wir haben, der ist bei uns natürlich auch irgendwo drin. Aber die PC bei uns sind tätig. Aber wenn ich noch einen Satz sagen darf, dann bin ich wieder fertig. Was mich jetzt da persönlich gestört hat, ist, dass du mischen von Ethik und Moral, das ist für mich das Sinn. Das ist überhaupt nicht das Gleiche für mich. Also das sind Welten. Das macht auch die Diskussion zum Teil ein bisschen schwierig. Oder? Wie siehst du das denn? Also Ethik ist für mich Gesamtheit. Oder? Also im Prinzip, also die Ethik stand für Moral. Moral hat für mich eine gesellschaftliche Zeit. So regulatorisch? Ja, genau. Also, im Mittelalter ist es moralisch vertretbar gewesen, Hexen zu verbrennen. Mhm. Aber ethisch ist natürlich völlig falsch. Also ein Moral für einen Räuber ist es moralisch vertretbar, einen anderen umzubringen oder auszutreiben. Oder? Das ist seine Moral, das basiert auf seinem Ding. Die Ethik ist eben das, was da vor allem gesagt wurde, ist eben aus der Vernunft, aus der Entwicklung des Menschen, aus dem evolutionären Humanismus, wie es einige würden sagen, entstanden ist, und das hat immer einen Prozess mit sich gemacht. Oder? Und das für mich ist für mich am meisten gestört in dem Ding. Er sagt ja, er macht keinen Unterschied zwischen Tätigkeit. Ja, aber das ist mein Rat auch falsch. Ich mache den Unterschied auch. Mhm. Aber das Ziel müsste ja sein, dass Ethik und Moral deckungsgleich sind. Das ist die Frage nach dem, was richtig ist und dem, wie du dann danach handelst, das Gleiche ist. Ja. Ich frage mal, wie ist es denn bei jetzt zum Beispiel, stell dir mal vor, jetzt, wenn du jetzt mal deine Argumentation die du gebracht hast, du hast ja gerade formuliert, eben jemand, der vegan zum Beispiel lebt, was würdest du denn beschreiben, was bei einem veganen Menschen oder bei jemandem oder bei einem Buddhist, der zum Beispiel zu dem Punkt kommt, dass er ein anderes Lebewesen nicht mehr tötet. Wie würdest du denn, wenn du dich in den versuchst hineinzuversetzen, was würdest du nur beschreiben, was bei dem passiert? Warum macht er diese Verzicht? Also, ich frage dich jetzt, genau. Also es gibt ja Menschen, die haben einen Grund, dass sie von diesem,
dass sie von der Beanspruchung von anderen Lebewesen Abstand nehmen. Mhm. Genau. Jetzt die Frage, warum tun sie das? Falsche Projektion von seinen eigenen Bedürfnissen in ein anderes Wesen, das keine solchen Bedürfnisse in dem Ausmaß oder in dem Ding hat. Also es ist eine falsche Projektion. Und es ist eine Projektion, es ist nicht ein... Nicht Beziehung. Keine Beziehung, eine Projektion. Also, und das ist ja eindeutig. Also ich habe nur schon mit den Leuten diskutiert, mühsame Diskussionen. Also da gibt es dann Wertige, die haben irgendwie das Gefühl, quasi, jedes Lebewesen ist nicht unbedingt gleichwertig. Ich muss überhaupt... Es geht nur noch sagen, es ist nicht die Ausmaße, die man macht. Ich frage, was ist denn, kannst du dieses Interesse, Fleisch zu essen, argumentieren gegenüber, dass wir Massentierhaltung haben, wo wir Kälber haben, wo Eisenmangel haben, die sich nicht einmal nicht schlecken können, wo man mit über Blutarmut dazu bringt, dass es weißes Fleisch hat. Kannst du da irgendwo begründet oder auch, dass du zur Spezies Homo sapiens gehörst? Ich finde, wir haben nicht nur die Wahl zwischen dem einen und dem anderen extrem. Ja, das ist alles vorbei. Das sind übrigens kein Extrem. Ich finde, wir haben nicht nur die Wahl zum einen anderen Extrem. Ich esse gerne Fleisch, ich esse viel Fleisch, täglich, mehrmals, größere Portionen. Aber wenn ich Fleisch kaufe, achte ich darauf, woher dass es kommt. Und ich achte darauf, zum Beispiel, wenn es. Es ist halt auch immer eine Frage, natürlich, was es gibt, aber zum Beispiel Weidehaltung oder so ist sicher bevorzugt, oder Mutterkuhhaltung, weil dann genau das mit dem Kalb nicht passiert. Oder? Aber grundsätzlich ist schon die Frage. Also, die Frage ist das mit der Person. Was ist eine Person? Und vielleicht ist das eine gute Definition. Oder? Eine Person ist ein Lebewesen, das eben dann schon weit über das ausgeht, was eigentlich der Instinkt ist. Und man wusste, der Mensch sind alle Tiere auf der Welt. Sie sind rein instinktfrei. Das stimmt. Nein, das ist nicht überhaupt. Also zum Beispiel, sogar Beziehungen. Ja, da ist ja 98% gleich wie beim Mensch vom Gorilla. Können nicht von der DNA. Das ist völlig unwesentlich, offensichtlich. Aber zum Beispiel, wenn man eine Beziehung von der Kuh zu ihrem Kalb, dass sie unglücklich ist, wenn das Kalb weg ist, das ist ja völlig selbstverständlich. Das ist ein rein biologischer Mechanismus, ein Mechanismus. Das ist nicht das Gefühl, das ist ein Mechanismus. Klar, so wie die Krokodile auch manchmal kleine Schildkröten annehmen, einfach weil sie in das Raster passen. Genau, ganz genau, ganz genau. Es gibt ja, meine, so. Gibt ja wieder Menschenmütter, die ihr Kind misshandeln, weil die ja. 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 Aber darum ist für mich eigentlich das Kriterium die Interessenabwägung. Ich denke, die Menschheit wäre vielleicht sogar ausgestorben, wenn sie nie ein Tier getötet hätte. Also, von dem her besteht für die Menschen schon ein Interesse. Aber das Gewicht, also eben die Massentierhaltung und die Menge vom Fleischkonsum und all das, dort muss man schauen. Welche Interessen sind jetzt wichtig? Ich frage einfach einmal den pragmatischen Weg, oder tut man das mit Veganismus, mit Veganen lösen? Oder? Und ich finde einfach, also ich respektiere jeden, der vegan hat und kann seine Dinge auch nachvollziehen, aber es ist für mich kein pragmatischer Weg, schlussendlich. Oder? Es ist gerade vor kurzem über das Kind gestorben, wo der Es kann sogar so weit gehen. Aber ich sage jetzt mal, wenn von heute auf morgen die Menschheit nur die Hälfte Fleisch würde essen, nur schon von der Menge her, dann würde man vermutlich mehr erreichen, als wenn 3% der Menschheit vegan ist, oder? Was heißt mehr erreichen? Dass man eben die Probleme Massentierhaltung und so weiter würde man sich bringen. Weil ich meine, der Urmensch, der hat schon immer Fleisch gegessen, aber hat er etwas gejagt. Und der Bauer hat die Heimat einen anderen Huhn gehabt, oder der Heimensch, oder? Ich meine, so frische, feine Gückeli, wie wir sie können kaufen, die haben vermutlich unsere Großväter gar nie gehabt, sondern die haben meistens mal einen Superhut, wo halt, wenn jemand gestorben ist, und dann ist es, kannst du sagen, durchaus vernünftig sein, oder in gewissen Städten im Norden oben, ohne fleischliche Nahrung, jetzt nicht gar nicht gegeben. Darum sage ich, das musst du immer deine Realisation sagen. Darum ist es ein Interessenzeichen. Ja, alles die Tiermisshandlung, die Massentierhandlung und so weiter, da bin ich auch völlig einverstanden. Die Frage ist einfach, was ist ein pragmatischer Weg, gegen das anzugehen? Ich bin halt eher der Pragmatiker und sage... Also ist die Weg, gegen das anzugehen, Spiele zu zeigen? Von? Das sagt auch wieder von uns. Ja, weil Massentierhandlung nicht in Ordnung ist. Und du zeigst Bilder. Okay. Dann erreichst du mit dem am meisten.
Weil niemand will Truthähne essen, die so schnell wachsen, dass man Beine brechen, oder? Ich glaube, also wenn sie gleich ist, dann soll es gleich sein, aber das ist auch mehr, wobei ich das nicht gefühlt habe. Ich habe nichts mit dir zu tun, nichts mehr mit kleinen Tieren zu tun, die reagieren gar nicht aus. Ja, wir fühlen vielleicht Haustiere gut jetzt weg. Ist nicht so, das Mitgefühl, von dem wir jetzt reden, können eigentlich nur Menschen entwickeln. Also das Mitgefühl, ich sage es jetzt einfach mal, wo eigentlich auch darauf abzielt, dass wenn wir schon Fleisch essen, dass wir auch die Tiere nicht leiden lassen, also das Leiden möglichst reduzieren, weil Tierarten unter sich, also die fressen sich gegenseitig auf und die entwickeln kein Mitgefühl, sondern das ist einfach Natur. Und da meine ich, eigentlich ist das Mitgefühl, also jetzt kannst du nicht sagen, dass das nicht stimmt, dass wir hier reden und einen Einfluss können nehmen und eine Beziehung, also eine ethische Haltung können einnehmen. Das ist eigentlich nur vom Mensch aus gesehen. Ja, so ist es, oder? Also, es gibt ganz sicher Beispiele in der Natur, die Mitgefühl eine Rolle spielen. Zum Beispiel, dass erwachsene Tiere trauern, wenn es ein Jungstier, Elefanten. Sogar ein Hufe. Ja, das ist auch ein Instinkt. Das ist nicht mehr ein Instinkt. Ja. Also, wenn man erstlich ist, wo unser Mitgefühl natürlich auch mal aus einem Instinkt entstanden. Ja. Also, Frage ist eine Grenze ist natürlich. Und ich glaube auch, oder? Also, ich glaube auch, es wäre jetzt wahrscheinlich ethisch eher problematisch, trotz meiner sonst sehr ablehnenden Haltung gegenüber dem Peters-Singer, wenn wir jetzt irgendeine Elefantenwassertierhaltung für den Fleischkonsum auffangen würden. Wieso? Weil irgendein Elefanten ein Tier ist, das nach meinem Kenntnisstand. Projektion. Nach meinem Kenntnisstand wesentlich mehr. Ich habe nicht gesagt, man muss es irgendwie verbieten, dass ich sage, nur, dass es ethisch problematisch ist. Also ich würde genauer her schauen. Mit den Menschen auch wahrscheinlich auch. Aber. Das kann auch. So weit gehen, dass ich das auch nur annähernd würde auf die gleiche Level nehmen, wie die Menschheit würde ich nie leben. Ich würde dir noch sagen, ein Gegenteil mitbringen. Man kann sich natürlich nicht der Verantwortung entziehen, ethisch zu denken oder zu handeln, indem man einfach ein Wesen wahr macht, das das nicht kann. Wo unfähig ist, zu sagen, das ist jetzt fair oder das ist nicht fair. Das kann nicht sein, dass wir uns aus der Verantwortung herausstellen, indem wir sagen, die anderen machen das auch. Nein, nur noch stufe Mensch. Können wir so denken und so entwickeln wir uns weiter und das bin ich voll dafür. Aber ich denke nur wegen dieser Empathie oder so, die ein Tier entwickeln kann. Der heisst auch ein Verhaltensforscher, der bekannte war. Ja, der hat die Gänse. Wie? Die Gänse. Das sogenannte Böse, oder hat er da ein Buch geschrieben darüber. Da bist du auch Hannah Arendt. Er hat auch so eins geschrieben, ja. Und hat gezeigt, dass wenn du ein Jung bist, dann entwickelst du automatisch natürlich Gefühle, dass du das musst beschützen. Und wenn irgendjemand kommt und der will schaden, dann entwickelst du automatisch also Aggressivität. Aber das ist alles Natur. Also das ist kein Plan also in dem Sinn. Oder? Das kommt weiter. Dann ist nachher in deinem Buch erwachsen. Und dann greift er den Vater an, oder? Und dann kämpft er die gegeneinander. Und dann sind sie nachher nicht mehr. Es ist nicht mehr ein Kind, sondern es ist ein anderes Männchen, genau. Das gleich eine Firma beansprucht. Also, zum Beispiel den Jungen erlebt. Oder? Dann haben wir den Vater und den Sohn zusammengehalten, dann habe ich sie nachher nicht müssen trennen. Also, wenn man mich auch so ein bisschen generell, also jetzt nicht da, sondern generell an den Diskussionen stört, dass man Veganer gegen Fleischesser auch zuspielt. Für mich geht es eigentlich gar nicht um das Thema, für mich geht es um Massentierhaltung. Und im Deutschen, ich habe letztes Mal einen Bericht gesehen, im Deutschen ist man heute so weit, jeder Deutsche könnte aufhören, könnte Veganer werden. Es wird sich nichts an der Massentierhaltung ändern. Zum Beispiel Deutschland produziert heute schon für den Weltmarkt. Vom Preis her sind die so drinnen. Ein Bauer kommt dort für eine Sau von der Geburt bis zur Schlachtung 6 Euro über, wenn er einen guten Preis bekommt, für die ganze Sau. Und da geht es doch darum, dass man da eindämmt, dass man einfach... Ja,
Das hat Ring gesehen, habe ich gehört. Genau, und ich finde einfach, es geht doch dort um. Also es geht nicht darum, dass alle Veganer werden. Ich bin übrigens Veganer, einfach weil ich mich geoutet habe. Es geht nicht dort um. Ich bin nicht Veganer geworden, weil ich generell gegen das Fleisch essen bin. Ich habe einfach gefunden, das ist mein einziger Hebel, den ich persönlich kann anbringen, um für mich etwas zu verändern. Aber ich kann niemandem vorschreiben, dass man nicht mehr Fleisch essen soll. Was ist das Schlimmste, was du sagen mit dem, dass es auch nur 6 Euro kostet? Ich finde das einfach, das ist... Wir, solange es aus ihr selbst kostet, nur essen wir noch Fleisch bis. Moment, das ist nicht ganz richtig. Der Bauer verdient an einer Sau schlussendlich den Reingrün, den er noch hat. Der Zug von einer Sau ist 6 Euro. Sau ist schon teurer. Spekulieren. Je billiger das Fleisch ist, desto teurer. Nein, ich weiß nicht, dass man nicht etwas sagen kann. Homo economicus. Aber es ist letztlich der Volksgerät von unserer Landwirtschaft, wo ja eigentlich auch nicht die Bauern besiegen, das ist ein anderes Thema. Das stimmt natürlich nicht. Aber könnten wir dann mehr rechtfertigen, dass wir würden die Sau essen, wenn sie 100 Euro würden kosten? Nein. Aber sie würden weniger Sauer essen. Ja, aber es wäre nicht größer. Zuerst war die industrielle Massentierhaltung und dann kamen die Veganer. Also das erste Extrem ist die Industrie. Und ich denke, die Gegenbewegung ist dann das Vegane. Und eben, wir haben die Mitte verloren. Einmal in der Woche Fleisch, wie früher, dann wären wir in einem Mittelmaß, wo es den Wahnsinn nicht gäbe. Und dann hätten wir wahrscheinlich die Diskussion. Wo auf anderen Wegen noch gutes Essen verdienen. Also Menschheit hat ja angefangen als Jäger. Also irgendeiner am Anfang praktisch ja nur Fleisch gegessen. Und erst dann ist der Ackerbau geworden. Ja, das stimmt. Und da denke ich, da haben wir ja nicht viel. Aber das Interesse von uns noch grösser gewesen. Jetzt ist das nicht mehr so groß. Aber wir haben auch ein Mitgefühl entwickelt, dass wir bewusst versuchen, Leiden also in der Tierhaltung zu vermindern. Und das können die ja selber nicht. Vor allem, was schön ist, wir haben noch Alternativen. Also wir haben es Für mich spielt es sich alles gar keine. Also die Frage ist für mich nicht, haben wir Alternativen oder wie wichtig ist das Interesse oder so. Weil für mich ist nicht eine Interessensabwägung, isse ich die Sau oder nicht. Das ist eine Interessensabwägung zwischen dem Sauessen und dem Sauerabel. Abgesehen davon, dass die Sau gar nicht geboren wurde, weil wir sie nicht würden wollen essen. Das kommt ja noch dazu. Ob noch 1000 Sauer geboren werden, zum gegessen werden, oder 100, das spielt doch letztlich für die Sau keine Rolle. Die Frage ist, wenn die richtige Frage, die wir stellen, ist die, unter welchen Bedingungen werden die Säue gehalten? Was gibt es denn? Was ist das? Das haben wir zusammen. Was sind die anderen Bedingungen? Je mehr Wasser auf die gleiche Route schauen, umso schlechter ist das Bedingungen. Aber zum Beispiel die Zollzucht in der Schweiz ist ganz eine andere als die in China. Ja, zum Beispiel. Aber da ist ein Unterschied. Da willst du kein Fleisch essen aus China. Darum mache ich zum Beispiel also Schweizer Fleisch. Ja, also mein tiefstes Kriterium, wenn ich Fleisch kaufe, ist ein Schweizer Fleisch. Jetzt zum Beispiel Bullenreisig in der Schweiz gibt es keine Käfighaltung. Dann ist das schon mal ein Vorteil. Und dann achten wir möglich noch darauf, dass es mehr als Freiland ist. Aber das ist gerne. Dass wir aus ethischen, also dass wir gewisse Kriterien definieren, wo wir ethische Werte und unser Verhalten daran messen. Und da geht es nicht darum, ob jetzt Chinesen etwas anderes machen. Also der wesentliche Punkt ist, ich definiere sie ganz anders als er. Die Leiden von anderen Spezies ist dir gleich. Nein. Weil deine Interesse genug Fleisch essen, ist dir so viel wert, dass das Leiden von der Sau ist. Ich würde es als ethisch richtig an, dass man andere Lebewesen so nutzt, dass man sie möglichst wenig leiden lässt. Und das eigentliche Kriterium ist, jedem Lebewesen geht es auf dem Weg zum Schlachthof besser als
Was es ist eigentlich ethisch ein positiver Fortschritt, dass ihr gross aber geschlachtet wird. Das ist wenn sie das Gesamtleiden kleiner ist, als wenn sie in der Natur aufgewachsen wäre. Wo es zum Teil muss hungern, wo es vielleicht sogar verhungern, verdurst. Also das ist eigentlich das Kriterium. Der Zynismus, den du jetzt da anlegst, der ist also der ist recht heftig. Darf ich mal ein anderes Beispiel bringen? Ich meine, gesamthaft gesehen ist das Leiden natürlich immer so ein guter Bauernhof, ein guter Tierhalt natürlich geringer. Es hat Stressen, ja, wir reden doch nicht von einem gut geführten Bauernhof. Wir reden von Massentierhaltung. Also grundsätzlich ist es haben wir durch Massentierhaltung von Rindern her oder von 100.000. Nicht von 10 oder 12 oder 5. Roland befreit uns. Ja, ich will für auch das Thema, das bringt es in meine Rede. Aber beispielsweise Beziehungsmensch-Tier. Wir haben sehr viele Tiere daheim. Wir haben Hunde, wir haben Katzen, wir haben Schimmelkot, das war meine Frau. Und wir haben auch schon mal einen Hund einschläfen. Und das war immer ein schwerer Moment gewesen. Aber es darüber hinweggehen oder es können verarbeiten, auch auf der logischen Basis, dass die Tiere gelitten und man hat es jetzt eingeschläfen und so weiter, ist doch für einen Menschen etwas anderes, als wenn es du ein Kind würdest verlieren oder einen Angehörigen oder eine Großmutter würdest verlieren. Also da würde ich sagen, danach ist auch als Mensch mehr dran als bei einem Tier. Nicht, dass es im Moment auch das Empfinden ist und so weiter. Also haben wir ja doch, auch wenn wir ja eine Beziehung zu einem Tier aufbauen, haben wir doch dort eine andere Empfindungsstufe als zu einem Mitmensch. Ja. Wenn ich mal das in die Diskussion bringe. Ja. Da widerspricht überhaupt nicht einem kritischen Grundsatz vom Interessenabwägen. Mhm. Überhaupt nicht. Aber ich wege Interessen nur ab zwischen Personen. Also, Eine Interessensabwägung kann bei mir nur passieren zwischen Personen. Nein, also, es gibt ja das Beispiel. So. Da mit dem Eisenbahngleis, mit dem, wo der Weiche steht. Oder? Also, lässt er nur einen sterben oder lässt er sieben sterben, dann hast du auch beide Personen. Oder? Also, was ist das Interessenabwägung? Willst du nur einen sterben oder sieben? Jetzt ist aber unter den sieben. Ist okay, das ist ja nur ein gut gegen Beispiel. Nein, sieben ist gut. Unter den sieben ist ein Verwandter von dir. Also, ist der eine, der dort steht, ist dein Kind. Also, entscheidest du dich für die sieben und so weiter. Wir können es von der Tierwelt. Unsere Menschheit hineinbringt. Weißt du, wer wichtig ist? Christ oder ein Moslem? Nein. Wohl? Nein, ich sage, ich lasse mich gar nicht auf die Diskussion ein, weil ich finde seinen Ansatz falsch. Es geht darum, erstens, Personen, die können das Interesse anmelden. Und dann zweitens sehe ich ein einziges ethisches Prinzip, das ist nicht Aggressionsprinzip. Das heisst, jeder kann machen, was er will, solange er nicht eine Aggression mit anderen ausführt. Und das lange nicht. Und das ist mein ethisches Prinzip. Und das lehne ich ab. Was ist denn jetzt da? Dass es dir seine Interessen nicht so formulieren kann, dass es mir versteht, dass das kein Interesse hat. Zwei Menschen haben Geld, 5 Menschen haben Hunger. Ja. Kann es jetzt eine Interessensabwägung sein, dass ich diesen zwei da, dass ich die jetzt beraube, um es den anderen zu verteilen? Das wäre eine Interessensabwägung. Schau ich als falsch ab, weil das ist eine Aggression. Zum Beispiel. Also, es geht nicht um eine Interessensabwägung. Es geht um Personen. Jede Person hat ein Recht darauf, auf Unversehrtheit von ihrem Körper, von ihrem Eigentum. Wieso eine Person und nicht auch ein Tier? Weil ein Tier. Für das Tier hat das gar keinen Wert. Also diese Aussage ist natürlich für mich nicht verständlich. Nein, für mich nicht. Also wir können das gar nicht. Also wir müssen davon ausgehen, dass wir das auch nicht wahrnehmen. Also können wir es nicht beurteilen. Es geht ja nicht um Absolute, sondern es geht um eine Bremse. Es geht mir nur um eine Bremse. Ich will nicht den ganzen Zug stoppen. Es geht mir nur um eine Verlangsamung. Nein. Es geht grundsätzlich um die ethische Überlegung, was dürfen wir einem anderen Wesen, das nicht zu unserer Spezies gehört, antun. Respektive für eine Verantwortung in mir, dem sie das Leiden zu mindern. Oder also, wer kann das Leiden? Also, es Leiden ist nur da. Beispielsweise
Versuch mit Rhesusaffen. So bist du nicht. Das ist, ja. Also ich muss sagen, ich hatte ja mit dem Herz zu tun. Und hätte es keine Tierversuche gegeben, wäre ich nicht mehr am Leben. Also das ist ein Punkt. Das ist wie alle Verständnis. Ich sehe das. Aber das ist ein persönlicher, individueller Punkt. Aber der betrifft ja viele Leute. Ja, aber das ist nicht ein ethischer Grundsatz. Man kann jetzt ethisch sagen, zum Leuten schützen, die ein Problem haben mit dem Herz, machen wir Tierversuche. Dann ist es abwägen, dass es uns wichtiger ist, dass jemand, der ein Herzproblem hat, dass er über die Runde kommt. Also ein paar hundert Rhesusaffen, die dran kommen. Also ich denke, das Menscheninteresse mehr als das Interesse der Tiere. Und er sagt das immer nicht. Nein, er hat den Fall verstanden. Er sagt, also in dem Fall jetzt. Ja, jetzt ist aber die Frage. Was hat das Tier für ein Interesse und was hat der Mensch für ein Interesse? Was ist das Interesse vom bewussten Mensch mit seiner ganzen Psyche und dem Körper und alles? Und was ist das Interesse von einem Rhesusaffen? Gut, aber das hat unsere Gesellschaft bereits entschieden. Also die Ethikkommission hat entschieden, dass das zulässig ist. Dass es moralische Grundsätze gibt. Aber sie basieren sich natürlich nicht auf den Sinn. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und dann im Wesentlichen ist es da auch gefragt, um was für Bedingungen das so der Fall ist und ob es das eine schmerzhafte Prozedur ist oder nicht mit dem Arzt. Und wenn es schmerzhaft ist, dann machst du das sicher nicht wegen irgendeinem Pipifatz, sondern machst du es wegen etwas Wichtigem. Du hast vielleicht schon recht, es ist vielleicht schon ein bisschen interessensabhängig. Nur, sind einfach die Interessen völlig anders. Der Singer hat ein zweites Buch geschrieben, was bekannt ist, Animal Liberation, also Befreiung der Tiere. Und dann musst du im Filter, dass er mal zu lesen gibt. Und dann sagst du nicht mehr, einem Rhesusaffen, ob der Stich ein bisschen mehr wehtut oder ein bisschen weniger wehtut. Weil auch Tierversuche da gemacht werden, die erstens unsinnig sind und zweitens massiv Tiere plagen. Nagellack, Figuren, ob es Entzündungen gibt. Also, das macht. Eben. Auch von Stand her schüttelt das über den Kopf, oder? Wobei, es werden ja grosse Anstrengungen unternommen, dass man die Anzahl Tierversuche reduziert, dass man mit Computerprogrammen und ich weiß nicht, was alles Sachen trainiert. Also, das zeigt darum, dass die Gesellschaft grundsätzlich bestrebt ist. Das liegt auf anderen Ebenen. Sicher, mehr. Aber die Amerikaner machen den ganzen Schmuck. Aber das sagt eben genau. Ich kann ganz ehrlich sagen, was wir jetzt da involviert, also implementiert haben, eingeführt haben, sondern da geht es um grundsätzliche ethische Überlegungen, darf man mit dem Tier machen, was man will. Darf man auch Sachbehandlung, darf man das plagen, wie man will, kann man das, darf man auch für. Ganz zum Schluss, im Wesentlichen läuft es auf das raus, dass eben Ethik nicht absolut ist, wie Nero es unterstellt. Das ist falsch. Nein, es gibt also, nach seinem Maßstab hat er eine Ethik anscheinend, die er kann messen kann, über Zeiten hinweg, oder, wo man sich daran orientieren will. Und das ist eben eigentlich falsch, sondern Ethik ist eben wirklich nur ein Abwägen. Er sagt, das ist eine mögliche Aussage über Ethik. Das ist meine. Und darüber kann man diskutieren. Er sagt ja, über Ethik, das sagt er ja. Über Ethik muss man können diskutieren. Es kann nicht ein Anstand sagen, das ist meine Meinung. Ja, ich bin grundsätzlich der Meinung, jeder Mensch hat das Recht auf seine eigene Ethik. Und als gemeinsame Ethik müssen wir eigentlich nur das definieren, was wir wirklich für den gemeinsamen Umgang zwingend brauchen. Das ist im Kant sein Imperativ. Es kann darauf rauslaufen, dass es Leute gibt, die jetzt nie würden einen Tierversuch machen und andere, die es machen. Und Leute, die das irgendwie aus ethischen Gründen ablehnen und sie dann nicht machen, und Leute, die aus ethischen Gründen ablehnen und sie dann machen. Und das finde ich völlig in Ordnung. Nochmal, jetzt geht es ja um grundsätzliche ethische Überlegungen. Nicht um das, was einer persönlich jetzt findet. Genau, die einzige grundsätzliche ethische Überlegung, die ich akzeptiere, ist das Aggressionsprinzip. Und wo hört die Aggression auf? Ist das Aggression, wenn ich einem Kümmel 7-mal die Alkohol reinbiss? Nicht. Und wenn ich so auch nicht. Ist keine Aggression. Aber
Ich rede von Menschen. Ich rede von Personen. Das ist der Punkt. Also die Aggression gegen Tiere gibt es bei dir nicht. Ist nicht abdeckt mit dem. Wie würdest du denn das abdecken? Würdest du das zuhören? Ich würde sagen, die ganz normale menschliche Empathie regelt das. Ja, da haben wir so viel Massentierhaltung. Ja. Und der wirtschaftliche Effekt ist eben grösser als die menschliche Empathie. Ich finde jetzt auch Massentierhaltung nicht grundsätzlich schlecht. Du bist schon mal in so einem Stall gewesen. Ja. Oder in so einem Hühnerstall, der sogenannte Bodenhaltung ist. Nein? Oder wenn Kalber gezucht ist und nicht Marktantierhaltung ist. Das ist eine Katastrophe. Du, aber ich habe noch ganz eine andere Frage. Also ich kann einfach zwischendrin kommen und nachher wieder zu dem Thema zurück. Ist das der Peter Singer aus Australien, der der Holocaust-Lügner ist? Ja, nein. Aber das ist ein Peter Singer aus Australien. Also ich wüsste es da nicht, aber ich glaube nicht. Seine Eltern waren ja Juden. Ja, er hat drei Großeltern verloren im Zweiten Weltkrieg. Also das würde mich also sehr erstaunen, wenn er da kurz durchliegt. Da würde ich es gerne über. Also es ist nicht das, die Kontroverse, die weißt, von der er ausgelöst hat. Nein. Das ist gegen Schächte. Das ist gegen Schächte. Immer so etwas. Gut, das finde ich ja, aber es sind dort natürlich angegriffen worden von denen. Von den Juden? Mhm. Ja, das ist ja wieder etwas anderes. Ja, weil Teil ist scheinbar. Ich habe es nicht ganz verfolgt, aber also Teil ist scheinbar nicht. Hallo, kannst du über Schächte? Ja, und Nicht-Schächte ist Holocaust. Gut, ja. Nein. Gegen die Frau, die Also, ist ein religiöser Akt und er kritisiert diesen religiösen Akt. Dann gibt es die Kränkung dadurch und dann ist es Ich weiß es auch nicht, ob es er ist, aber ich habe dort in dem Zusammenhang sich auch um Schächter gegangen. Ich habe mich mit einem anderen Thema mit dem auseinandersetzen. Ja, also, klar dazu. Haben wir jetzt noch etwas zu dieser Diskussion beizutragen, die wir nicht schon ein paar Mal gesagt haben? Etwas Neues. Eine Frage. Du hast beschrieben, dass Peter Singer in vielen Staaten auch politisch schwierig umzusetzen ist, dass es Absagen gab. Gibt es etwas von Peter Singer, was sich doch auf dem Weg schon etabliert hat, was heute, hat er Spuren hinterlassen in dem Sinn, dass er doch was hinterlegt hat? Das ist bekannt. Genau, also wo nicht jetzt so Länder wie Deutschland gegen sind, sondern Dinge, die er grundgelegt hat, die inzwischen zu einer Ethik dazugehören, zu einer allgemeinen. Also er ist sicher ein viel diskutierter, auch angefindeter Ethiker. Ja. Damit hat er ganz sicher viel zur Diskussion über Ethik beitragen. Mhm. Und jetzt gibt es ein paar Projekte, die er gemacht hat, eben das Affenprojekt, wo er aktiv dran ist, zum Beispiel eben für Menschenaffen gewisse Rechte einzufordern. Mhm. Und ich denke, ich wüsste jetzt nicht, dass er weißt, und ich glaube, dass man ihn weltweit kennt. Und das ist nicht jeder als Professor nicht annehmen muss. Das Tierrecht hat er stark gefördert. Und Tieranwälte gibt es in Basel und weiss ich wo überall. Das denke ich gerade auf ihn zurück. Okay. Ja. Überhaupt das Thema Tierschutz, dass es überhaupt im Gesetz auftaucht, ist gut. Ja, hätte er sicher. Einfluss. Ja. Ich bin so weit alles gut und ich hätte gerne etwas gehabt. Ist gut. In dem Fall, wenn noch jetzt nicht etwas ist, eine Frage oder so, nicht, schon. Dann würde ich vorstellen, dass wir da die offizielle Diskussion schließen und machen einfach inoffiziell weiter. Super.